Guten Tag, Sie kennen sicher alle meinen Namen. Ja, Christian Drosten. Genau. Herr Drosten. Berliner Drossmann. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Er hat ja auch so eine Frisur, die sehr markant ist. Also so ein bisschen verrückt mag man ja auch ganz gerne. Wirkt so ein bisschen wie so der verrückte Professor. Ja, und genau diesen Professor von der Charité mit seinem lockigen Markenzeichen besingt jetzt auch die Punkband ZSK. Ihre Botschaft: Dem Star-Virologen muss dringend mal der Rücken gestärkt werden. Wir finden es einfach cool und stark, wie Christian Drosten seit Anfang an diese Pandemie schlau und ruhig erklärt. Und gleichzeitig macht es uns wirklich total wütend, wie er von Nazis und der AfD und diesen ganzen Corona-Leugnern krass bedroht und beschimpft wird. Denn raus aus dem Labor und rein ins Scheinwerferlicht hat auch seine Tücken. Vor allem im Netz schlägt Drosten und Co. viel Hass entgegen. Das muss man erstmal abkönnen. Und dass es einer besonderen Haltung auch des Wissenschaftlers bedarf, dass er das auch ein Stück weit aushalten kann, entweder ignorieren kann oder entsprechend parieren kann. So eine musikalische Würdigung ist da doch genau das Richtige. Und die hat er sich verdient, erkennen auch seine Kollegen fast neidlos an. Ich gönn's ihm, wenn er Spaß dran hat, absolut super. Und er ist ja in vielerlei Hinsicht in alle Richtungen gelobt worden. Man hat ihm ja fast schon die Kanzlerschaft angedichtet. Er hat sich ja da sehr, sehr engagiert und er ist ja letztendlich auch der einzige Coronavirus-Experte, den Deutschland hat. Aber vielleicht komme ich auch später noch mal dran. Vielleicht möchte eine Band was über Hygiene machen, dann bin ich auch dabei. Nun aber erstmal zurück zu den Fans von Drosten. Die dürfen sich wohl auf einen Auftritt ihres Idols freuen. Den hat er zumindest der Band versprochen. Gitarre spielen kann er nämlich auch noch.